Genau darum geht's. Anstrengendes Bewegen mit Lust und nach oder besser über Norm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht davon, dass Kinder und Jugendliche sich mindestens 60 Minuten am Tag bewegen sollten, auf einem mittleren bis intensiven Niveau. Und das schaffen, Überraschung, heute nicht viel weniger Kinder als vor 20 Jahren, sondern genauso wenig. Das Niveau fällt nicht, sondern bleibt gleich. Gleich schlecht. Denn nur ein geringer Prozentsatz, nicht mal jedes fünfte Kind, bewegt sich täglich eine Stunde oder mehr. Die Folgen: weniger Durchblutung, Sauerstofftransport und Leistungsfähigkeit, größere Gefahr für Adipositas. Aber ich glaube, und das weiß man auch, dass man Kinder mit diesem Motiv Gesundheit im frühen Schulkindalter beispielsweise nicht kriegen kann. Ein Weg von der Couch, von Bildschirmen und Süßigkeiten, das schaffe ich nicht, indem ich dem Kind sage, hier, es ist ungesund, wenn du nur Chips und Pommes und Cola trinkst. Ja? Sondern ich schaffe es, wenn ich Begeisterung für Bewegung, Spiel und Sport schaffe irgendwie. Sportlich bewegen kickt die Kinder auf Dauer nur, wenn die Freude mitspielt. Kindern hilft auch, wenn Eltern mutig animieren, statt ängstlich ausbremsen. Es gilt bei Bewegungsmangel, dass oftmals, wenn man so will, auch ein protektiver Erziehungsstil dazu beitragen kann. Pass auf, sei vorsichtig und so weiter. Gefordert sind aber auch die Vereine. Ein Positivbeispiel, die DJK Bildstock. Von beinahe null auf 70 Kinder in nur 2 Jahren. Ehrenamtliche Fleißarbeit. Von einer gemischten E-Jugendmannschaft haben wir es geschafft, über Schule, Flyer-Verteilungen an Schule, in Geschäfte, wirklich 70 Kinder. Also das heißt auch von Jugendmannschaften, von RAG-Jugend bis zu RAC-Jugend, alles dabei mittlerweile. Die Hausaufgaben gemacht haben scheinbar nicht nur die Bildstocker. Viele Daumen gehen hoch, denn 71% der 7- bis 14-Jährigen und damit deutlich mehr als in anderen Altersgruppen bewegen sich im Verein. Ja, Kinder brauchen Bewegung. Das muss man einfach so sagen. Was sollen Kinder zu Hause? Die zocken den ganzen Tag. Das gibt's natürlich auch. Das kann man nicht ändern. Aber natürlich wollen wir den Kindern die Möglichkeit für Bewegung ermöglichen. Kaum, teils gar nicht liefern, konnten das Vereine während Corona. Bei all den Einschränkungen und Schließungen überraschen dann doch folgende sportliche Zahlen. Ausgerechnet im Lockdown erfüllen doppelt so viele Kinder die Bewegungsnorm der WHO. Jeder dritte Junge und jedes fünfte Mädchen. Werte, die davor und danach unerreicht bleiben. Ich denke, in der ersten Welle war es so, dass Kinder und Jugendliche auch durch die Eltern animiert mehr nach draußen gegangen sind. Es noch so war, dass die psychische Gesundheit wahrscheinlich eben auch noch mehr Futter hatte. Und in dem zweiten Lockdown es so einen Effekt gab, dass alle einen Überdruss hatten an Nichtkontakten. Also man konnte seine Freunde nicht mehr sehen, die Spielplätze waren zu. Und dass dann eben auch Eltern vielleicht auch so eine Müdigkeit verspürt haben, ihre Kinder vielleicht rauszuschicken, zu animieren. Die Bildschirmzeit ging massiv nach oben, bis zu 4 Stunden am Tag. Und jeder war mit sich so ein bisschen selbst beschäftigt. Alle sind am Start und gefragt. Eltern, Vereine, aber auch Kommunen und Schulen, wenn es um noch mehr spielerisch eingebaute Bewegungschancen und Räume geht. Die hier danken dafür.